Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu Ancestors Legacy. Herzlich willkommen. Ja, ihr werdet ein bisschen verwundert sein, vielleicht andere Zeit, anderer Bildschirm gerade. Aber das liegt daran, ich musste tatsächlich noch einen speichern, weil ich weg musste. Und ja, genieße quasi das Problem, dass der Speicherstand natürlich nicht mehr zu laden war. Also musste ich gerade nochmal von vorne anfangen, aber ich denke, das ist jetzt nicht allzu dramatisch. Ich habe ungefähr denselben Stand wie das letzte Mal, Technologiestufe 2 und so, also ich denke, das wird schon werden und ich würde sagen, wir stürmen dann mal so langsam nach vorne und gucken mal, was da so geht, ne? Und sammeln da mal unsere Einheiten. Bin vom Tier her fast schon so weit, dass ich Schildträger machen kann. Also von daher denke ich, das ist alles weniger so ein Problem sein. So, der bekommen wir die 2 da. Und ansonsten brauche ich mal noch so ein Zelt. Und dann hätte ich hier mal gerne noch die Kultstätte. Dann gucken wir mal. Ich denke, das wird so ganz gut. So. Mir die Bogenschützen hin. Noch ein Zelt gebaut. Das ist sehr gut. Ja, und ansonsten muss ich jetzt quasi mal auf 100 Eisen warten, damit ich hier auch die Schild, noch ein paar Schildträger mitnehmen kann. Die werden nämlich ganz gut, denke ich. Ansonsten warten wir jetzt erstmal hier, dass sich hier alle gesammelt haben. Und ich denke, danach macht es dann auch Sinn, sage ich mal, die besseren Rüstungen zu machen. Ich habe hier einmal für einen Berserker, der hat schon einmal bessere Rüstungen hier gekriegt. Ja. Aber ich will jetzt erst dann noch Schildträger haben. Mal verpissen quasi. Ansonsten. Oh ja, da pimmelt er entspannt rum da hinten, ne? Ja. Liegt hier recht richtig schön ein Druck. Gehen einmal nach da oben. Wunderbar. Und dann dürfen die sich hier direkt einmal nochmal heilen. So, hier haben wir einmal das. Und dann nehmen wir natürlich die Genauigkeit bei Bogenschützen. Und hier bei dem Berserker. Erhöht erhebliche Verteidigung, leichte Erhöhung der Verteidigung gegen Geschosse. Ich glaube, ich bin mal für Defensive für die Berserker, weil die können, kannst du ja quasi im Kampf nicht rausjagen. Und dementsprechend ist das dann halt ein bisschen doof. Technologiestufe 3 können wir jetzt schon machen. Das läuft, würde ich sagen. Und dann Schmiede, weiß ich nicht. Brunnen ist, glaube ich, eine ganz coole Idee. Beziehungsweise mal so ein Zelt. Die können wir dann noch fertig ausbauen quasi. Und dann schauen wir mal. So, und dann müssen wir da mal vorwärts gehen. Gucken wir mal, was da mit den Bogenschützen so geht. So wegen Türmchen einreißen und so. Könnt ihr hier direkt abreißen. Ah, oh, das geht doch ganz gut da.
So, können wir den Turm dann noch abreißen? Können wir mal so direkt so einen heftigen Beschuss raushauen, dann geht das alles ein bisschen schneller. Ja, aber was hier fort, das ist fort, ne? Ich weiß nicht so genau, ob das so clever war gerade. Wobei geht. Geht. Hier haben wir nochmal Berserker, die mehr Verteidigung kriegen. Und ich hätte ganz gerne meine Schildträger. Hätte ich eigentlich ganz gerne. Ja, so lassen wir es. Beziehungsweise, ich nehme mal die Schmiede mit und hau in die Berserker, dass sie mehr Schaden machen. Das ist, glaube ich, ganz gut so. So. Ansonsten, das ist schön niedergebrannt. Hier hinten steht nichts mehr so weit. Gut. Ich weiß nicht, ob das sich jetzt großartig lohnt. Da oben rechts quasi das Ding noch einzunehmen, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ach du Scheiße. Ja, schieß dir mal lieber nach da hinten. Oh, gucken hier. Ja, das ist das Problem an den Berserkern, dass du die leider aus dem Kampf nicht rausnehmen kannst. Mit diesem Eigenbeschuss so eine Sache hier gerade. Aber ich denke, da bin ich doch ganz gut durchgekommen soweit. Okay. Herbe Verluste, aber ich denke, das kann man kompensieren. Die Schildträger vorne haben halt einfach gefehlt. Ist halt einfach so. Aber ich denke, machen wir hier schon. So, machen wir hier auch ein bisschen schöne Forschung. Das läuft und ansonsten, so Angriffskraft, Bewegungsgeschwindigkeit, Gebäude schneller niederbrennen. Das finde ich natürlich persönlich eine recht geile Sache. So, die dürfen das dann niederbrennen. Und dann guck mal, was hier mal so geht da drin. Jawohl! Weg mit den Lurchen! Gut. Wird natürlich einiges gerade nachproduziert, ey. Komm, fallt um hier. So, das
Rad auch schon mal niederbrennen, das ist mit Sicherheit ein sehr guter Ansatz. Ja. Denke doch. Wer hat denn hier... Defensive? Defensive kann nicht verkehrt sein. Jawohl. So, warte mal. Ich kann doch hier gerade... Beute schneller niederbrennen. Ab in die Raserei, klatscht sie weg, ey. Gott, da hinten ist so ein Turm. So. Auch mal in die Defensive. Haben auch schon niedergebrannt, ist ein Traum. So, das weg muss, muss weg hier. So. Dann rennt es einmal nach da unten. Auch da einmal zurück. Oh Gott, ich muss dann, glaube ich, erstmal meine ganzen Squads wieder erstmal heilen, ey. Okay. Okay. Weg mit dir. Kaserne haben sie jetzt erstmal keine mehr, da denke ich, kommt jetzt gerade auch erstmal gar nicht so viel nach dann. Der Turm da vorne muss noch weg und ich hoffe mal, dass vielleicht ja auch mal hier mein Mitstreiter mir nochmal so ein bisschen hilft. So. Und ihr da vorne, dürft euch mal alle heilen gerade. Weil ich das als sehr sinnvoll empfinde. Okay, warum schießen die nicht? Weiß keiner, ne? Gott, warum sind die denn nicht weitergelaufen, Mann? Oh Mann, ey. Ach ja, guck sie dir an. Jetzt kommen sie! Jetzt kommen sie, weißt du? Die ganze harte Arbeit getan ist, kommen sie rangeeiert. It's time, Sinius. Come with me. Their church is going to burn now. You are wrong, Vida. The church will not burn. I will defend it, whether you like it or not. You just made the worst mistake of your life, Sinius. And last one, too. Kill him! What the hell? Sinius is attacking us! Betrayal! Das sind noch alle. Okay. Dann, alle mal weg. Die können. So, was mich jetzt ein bisschen nervt, ist, dass ich jetzt natürlich einmal komplett außen rum muss. Aber ich denke, dass das jetzt... Kein Problem. Schade, dass ich das halt nicht abbrechen kann. Jo. Gut. Guck ich mal, dass ich die vielleicht mal abstauben kann da noch. Da. Geil. Komm. Schicke ich dir auch einmal komplett zurück. Ah,
Aber das war ja jetzt irgendwie zu erwarten, dass der da jetzt das ganze Zeug da angreift. Aber das ist nicht schlimm. Weil, das wird er gleich merken, was er davon hat. Der Lurch! Der Verrätermann! Das heißt, ich hätte das gern zweimal Berserker hier. Man muss mal gucken. Okay. Nimm du erstmal mein Zeug ein, ich hole mir das alles gleich schön wieder. Ach. Kannst du jetzt gleich erstmal machen, was du willst? Ich habe Gott sei Dank genug Reserven. So, dann heilen. Und auffülle. So. Nur einmal Bogenschützen irgendwie. Das ist ein bisschen doof gerade, aber naja, gut. Da habe ich gerade irgendwie ein bisschen gepennt. So, schön drauf da jetzt hier. Dann kann ich jetzt nach und nach hier upgraden und dann wird das schon. Alles meins hier. Ja, da hat er Felix die Nerven verloren. Der kleine Lurch, gucken wir an. Das ist immer diese Verräter, Mann. Moa! Wie so ein bisschen Frage ist, wenn ich jetzt mal hier so. Die hier stillstehen, ne? Wenn du hier stillstehst. Und das müsste auch schon einiges ausmachen dann. So. Wunderbar. Stürmen wir die Burg. Ich hab da zweimal fallen. Ich denke, das muss doch einiges abhalten, wenn die da durchrennen. Jetzt kann ich. Das eine Pärchen da. Eine Bogenschützen. Sehr süß, oder? Ja, ja. Ich brauch da hinten das andere Ding da. Also beziehungsweise das hier. Das muss ich auf jeden Fall halten. Dauert halt gerade nur leider so lang. Das Problem ist halt auch, wenn er das jetzt großartig verteidigt, dadurch, dass meine Moral so dahin ist gerade, könnte das natürlich alles ein bisschen doof sein, aber schauen wir mal. Ah. Halt verringern da. Oh ja, Ansturm. Das sieht schon sehr witzig aus. Wie die so arschlahm sind gerade. Okay. So, ich brauche das Gebäude da oben. Damit ich hier endlich Nahrung.
die sich da ein bisschen beeilen mit heftigem Beschuss. Ich will jetzt eigentlich nicht, dass hier meine eine Truppe dann noch abnippelt am Ende. Wunderbar. So, Nahrung, dann der Rest und dann den komischen Glockenturm da. So. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt gleich das Nahrungsding wieder besetzt haben, dann. Gut. Weiß ich nur nicht genau, sind die anderen Truppen da nicht geheilt, ey. Eieieiei. Okay, den einen muss töten. Bringen wir mal noch ein bisschen die Unterhaltskosten da. Und dann. Weiß ich nicht, gehen wir mal gucken, was da oben so geht, wa? Würde ich sagen. Natürlich doof mit der Moral, ne? Gar nicht, warum ich auch immer noch nicht hier genug Dings hab. Aber das werde ich mir jetzt einfach holen. Da oben gibt's genug Nahrung. Das hole ich mir jetzt noch und dann gucken wir mal. Ist auf jeden Fall schön ordentlich heute was zu gucken hier. Moral hier so eine Sache hier. Na, kommt her. Da seid ihr irgendwo. Da so. Ach, komm mal da. So. Euch schicke ich jetzt einfach mal schon mal ein bisschen davor. Die werden jetzt nicht lange überleben. Gehe ich mal stark davon aus. Ach, behauen wir den Sinius noch. Direkt. Ja, ich hoffe, dass das mit der Folgenlänge jetzt ja nicht zu viel wird, aber ist egal. Aber bevor ich den angreife, dann hole ich mir lieber erstmal noch ein bisschen Nahrung, weil könnte sonst sehr unzufriedenstellend für mich sein. Was das angeht. Wenn hier meine Einheiten verhungern, ist doof. Also vor allem unter dem Aspekt, man weiß ja auch nicht, was der da so hat, ne? Könnte ja auch noch ein bisschen was sein. Gut. Boah, ich hoffe, es sind alle da. Ja. So. Na komm. Wir setzen die Nahrungsdinger doch schon, oder? Gibt es nur so wenig Nahrung oder was? Oder verbrauche ich so extrem viel? Gibt's ja gar nicht, ey. Wenn das Ding hier doch schon voll besetzt ist. Das sind die Unterhaltskosten schon stark verringert. Naja, gut. Ich würde sagen, Leute, für den wunderbaren Cliffhanger, den wir gerade hier haben, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es ist, lasst mir einen Daumen oben da.
und schreibt mir einen Kommentar rein, ob ich es so schaffe in der nächsten Runde oder nicht, ne? Also in der nächsten Folge quasi, den zu besiegen. Ich bin selber gespannt und bleibt dran bei dem Projekt. Mir macht es immer noch sehr viel Spaß und da wird schon noch einiges gehen. Bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss!